Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Frage-Antwort-Video. Ich habe ja auf Twitter gefragt, ob ihr Fragen an mich habt, die ich mal einfach in so einem Video beantworten werde. Deswegen laufen wir ein bisschen durch den Wald und ich habe hier auf meinem Handy ein paar Fragen, die wir jetzt beantworten werden. Gerade nämlich getwittert, hey, ich schicke mal bitte eure Fragen und es kamen direkt schon 20 Antworten rein. Fangen einfach jetzt mal an. Es ist übrigens unglaublich komisch, mit so einer Kamera durch den Wald zu laufen. Und es ist auch so anstrengend, diese Kamera die ganze Zeit hochzuhalten. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Für mich ist ja Vloggen immer noch so ein bisschen neu. Jedenfalls, oh, da vorne rennt jemand. Jedenfalls ist das voll anstrengend und ich komme mir so richtig komisch vor. Aber für euch mache ich das gerne. Also gebt bitte dafür einen Daumen nach oben, würde mich echt freuen. So, hier ist schon die erste Frage von Monster in Asa. Wie ist es, so viele Menschen zu unterhalten? Die Frage ist, also sie wirkt erstmal sehr einfach sozusagen, ja, es ist toll und so, es ist auch geil. Ich muss sagen, ich persönlich mache YouTube sehr, sehr, sehr gerne und ich mache sehr, sehr gerne Videos für euch. Die Sache ist aber, wenn ihr zum Beispiel mal einen Tag lang es nicht schafft, ein Video zu bringen oder vielleicht sogar einfach der Akku auf... Nein! Ich muss Akku aufladen. Okay, Leute, wir haben jetzt kaum noch Akku, das heißt, ja, wir müssen dringend den Akku aufladen. Scheiße. Das Ding ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Woche einfach weg möchte auf YouTube und ich habe keine Videos, dann lasse ich ja irgendwie euch im Stich. Und das kann für einen YouTuber, also für mich persönlich ist es so, ein riesengroßer Druck sein, dass man ja, wegfahren möchte, aber einfach euch dann hier im Stich lässt, beziehungsweise nicht spontan sagen kann, ich fahre jetzt einmal ein bisschen weg, weil ja, man muss eben Videos machen. Und manchmal ist es dann auch so ein bisschen so eine Belastung. Aber grundsätzlich, ich liebe es, Videos zu machen für euch. Es macht super viel Spaß und ich bin froh, dass ich das machen kann. Ja, nächste Frage von Dona mag den Biber. Wo hast du Flotastisch kennengelernt? Das ist eine gute Frage, weil Flo und ich kennen uns mittlerweile schon bestimmt anderthalb Jahre. Und ich glaube, Flo hat damals versucht, einen Server aufzumachen. Und dann bin ich mal vorbeigekommen auf seinem Server und habe gesagt, ja hier, wer bist du denn? Was machst du hier? Und dann haben wir so ein bisschen Kontakt gehabt, haben uns so auf Skype geschrieben, eigentlich erst gar nicht viel Kontakt. Also wir haben erst mal ein bisschen über den Server gequatscht, den er da machen wollte. Damals noch flotastisch.net. Und dann irgendwann habe ich gesagt, hey Flo, du machst einen geilen Job auf deinem Server. Lass uns doch zusammen meinsucht.net machen. Und das haben wir dann eben auch gemacht. Boah Leute, ich setze mich jetzt einmal hier hin, weil es ist unglaublich anstrengend, mit so einer dummen Kamera hier rumzulaufen. Entschuldigt bitte, dass ich die Kamera als dumm beleidigt habe. Jedenfalls haben Flo und ich uns so kennengelernt. Und dadurch ist irgendwie eine ziemlich gute Freundschaft entstanden, über die ich sehr froh bin. Die nächste Frage ist von Citrus LP. Abgegrüßt, kannst du bitte mehr Vlogs machen? Ja, ist eine gute Frage. Also mir persönlich macht das ultra viel Spaß. Oh, was ist da vorne? Mir macht es übel viel Spaß, Vlogs zu machen. Und deswegen habe ich grundsätzlich schon Bock drauf, einmal Vlogs zu machen. Und schreibt vielleicht einfach mal einen Kommentar, wenn ihr Vlogs, wie das, wie sehen jetzt einfach hier cool findet, einfach so einfach cool, beziehungsweise einfach ein bisschen rumlaufen oder vielleicht mal einfach meinen Tag filmen, obwohl ich halt einfach so viel am PC bin, deswegen, ja, mein Tag ist nicht immer so spannend. Ich persönlich habe Bock auf Vlogs, deswegen zeigt es vielleicht einfach mal durch einen Kommentar, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Ich bin mir nicht so sicher, ob viele von euch lieber einfach Minecraft sehen möchten oder vielleicht auch mal einen Vlog oder ganz selten mal einen Vlog. Schreibt es mal rein. Ansonsten gehen wir nach da vorne, da ist irgendwie noch... Ich glaube, da ist gar nichts. Ich glaube, da ist einfach nur so ein Zaun mit irgendwas. Abgegrieft, was sagst du zu Mert von Maurern spielt? Also ich bin jetzt hier übrigens irgendwo angekommen. Ich glaube, hier ist gar nichts außer irgendeinem Bauernhof oder so. Ist ja auch egal. Was sag ich zu Mert? Mert ist, glaube ich, der Typ, der gesagt hat, Schwule sind scheiße. Ne, was hat Mert gesagt? Genau, Mert sagt irgendwie sowas mit Schwule sind unmenschlich oder so. Also erstmal zu der Aussage... Finde ich krass, dass man sowas sagt. Ich glaube aber, dass er das Ganze ja gesagt hatte, weil er sich dadurch irgendwie so einen Push erhofft hat auf YouTube. Und das hat ja auch anscheinend ganz gut funktioniert. Deswegen, also zu der Aussage an sich, ja, ja, ist halt irgendwie untermenschlich, sowas zu sagen. Ne? Aber ich glaube, dass, darum ging es ja Mert auch gar nicht. Was Mert, finde ich, bewiesen hat, ist einfach, dass viele YouTuber in YouTube Deutschland einfach sich aufregen möchten. Also sie möchten sich einfach über irgendwas aufregen. Und da kommt so ein Mert, der einfach sagt, ja hier, ich bin Kanake und alle Schwulen sind Unmenschen oder so. Oder unmenschlich. Kommt natürlich dann ziemlich gut. Aber fand ich irgendwie auch krass, dass es bei Mert so gut funktioniert hat. Also ich fand die Aktion jetzt ein bisschen scheiße, weil ja, sowas zu sagen geht halt. Auch wenn man es nicht ernst meint, das ist trotzdem irgendwie kacke. Aber hat ja gut funktioniert bei Mert. Also ich finde es trotzdem eine scheiß Aktion, aber hat funktioniert, Leute. Hat funktioniert bei Mert. Kann man auch stolz drauf sein, wenn man Mert ist. Ist trotzdem eine Scheißaktion gewesen. Nächste Frage von Yannick Schuckler. Wie fühlt es sich so an, so eine große Reichweite zu haben? Also erstmal, ich habe jetzt aktuell 360.000 Abonnenten. Wir haben die 360.000 geschafft, was auch richtig cool ist, bin ich echt stolz drauf. Aber ich bin ja kein YouTuber, der irgendwie 3 Millionen Zuschauer hat oder so und pro Video 500.000 Aufrufe, sondern ich kriege halt so zwischen 70.000 und 80.000 Aufrufe pro Video im Schnitt. Vielleicht mal 90.000 und so. Also wirklich richtig viel, aber ich bin ja kein Star oder so auf YouTube. Da bin ich auch ganz zufrieden. Ich bin gerade sehr zufrieden mit der ganzen Situation.
Aber aktuell ist es so, dass ich da jetzt mich nicht gar nicht anders fühle als, glaube ich, jeder andere, der YouTube macht. Ich kriege halt einfach ein paar mehr Aufrufe als jemand, der vielleicht 10.000 Zuschauer hat oder 500 Zuschauer. Und ich muss sagen, dass ich über meine Community aktuell sehr, sehr froh bin, denn es gibt bei uns nicht so viele Arschlöcher einfach, sondern die meisten sind cool drauf und das feiere ich. Und ja, wie gesagt, manchmal ein bisschen viel Druck da, weil ich möchte euch nicht hängen lassen. Ich habe gesagt, ich mache jeden Tag ein Video und da versuche ich dran zu bleiben. Und wenn ich das mal nicht schaffe, dann ja, setzt mich das persönlich schon sehr unter Druck. Ich weiß übrigens gerade nicht mehr, wo ich nach Hause komme hier. Ah, okay, der Akku ist gleich leer. Ah, das war mein Handy. Zum Anhalten tippen. Okay, mein Handy schreibt von selber. Beziehungsweise mein Handy schreibt das, was ich sage. Alles klar, läuft. Läuft bei uns, Leute. So, jetzt sind es übrigens schon 60 Antworten auf Twitter. Einfach hammerkrass, wie aktiv ihr seid. Das ist unglaublich. Finde ich geil. Richtig, richtig geil, Leute. Was gibt's noch? Hier eine Frage von Gleichheit HD. Wie viel kostet dein Server monatlich? Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie bei Nitrade oder so einen Game-Server gemietet haben, sondern wir haben ja wirklich richtige Server, die im Rechenzentrum stehen. Also nicht nur Teile von einem richtigen Server, den man anfassen kann, sondern wir haben richtige Dedicated Root-Server. Und davon hat dann eben Mindsucht ungefähr 20 aktuell. Und Griefer Games hat auch nochmal ungefähr 10, 12 Server. Und das zusammen, also so ein Server kostet ja schon ein paar Euro, sind schon mehrere tausend Euro im Monat. Das hängt halt immer davon ab, wie viele Spieler wir im Monat haben und so und ob das passt. Leute, zum Beispiel ziehe ich das mal hinter mir rein. Warte mal, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Das zum Beispiel ist richtig komisch, wenn ich hier durch den Wald laufe, ne? Ich quatsche ein bisschen. Wo sind sie? Da vorne, guck, er winkt. Es ist einfach so komisch, wenn die Leute einfach von hinten so ins Bild winken. Geiler Typ, ich feiere ihn. Aber ja, kurz zu den Servern. Also es kostet ein paar tausend Euro im Monat. Das können wir allerdings ziemlich gut bezahlen, weil einfach viele sagen, komm, ich habe Bock drauf, ich kaufe meinen Rang. Der Rang gilt auch direkt Lifetime. Und also auf Mindsucht ist ja so, dass außer der Goldrang alles Lifetime ist. Und auf Griefer Games sind alle Ränge auch Lifetime. Und deswegen kann man das gut finanzieren. Und solange das so ist, bin ich sehr froh, dass wir diesen Server haben und die Server haben. Dann gibt es noch eine Frage von EDA-LP. Und zwar, wird Minecraft gestrandet auf deinen Server kommen? Da kann ich mir kurz was zeigen, und zwar das hier. Minecraft gestrandet ist schon hier auf Griefer Games. Allerdings kann auch niemand raufjoinen, außer Flo und ich. Und wir können nur spielen. Das wird allerdings bald kommen. Freut euch drauf. Also nur Minecraft gestrandet kommt auf jeden Fall auf Griefer Games. Willkommen. Und Vita7LP schreibt, darf ich das Video beenden? Das können wir so machen. Vita7LP, du beendest das Video. Leute, gebt doch bitte einen Daumen nach oben dafür. Habt noch einen sehr schönen Tag. Haut rein und ciao.